euch heute in unserem Druckrunde von Tupperware, wie man Schwammelsauce mit Semmelknödel macht. Dazu braucht ihr 500 Gramm Semmelknödelwürfel, Speck, 2 Eier, 1,5 Liter Milch, Salz und Pfeffer. Für die Schwammelsauce braucht ihr Creme Fin, 400 ml, Wasser, Suppenwürze, 2 Esslöffel Maizena und 500 Gramm Champignon. Zwiebel und Petersilie braucht ihr auch noch. Ich setze gleich einmal die Semmelmasse an. Ich habe hier 1,5 Liter Milch mit 2 Eier schon, wo ich schon Speck hineingegeben habe. Ihr könnt noch Zwiebeln mit Petersilie noch dazugeben, die ich hier abschneide. Schwammelsauce. Verrühre das Ganze. So. Da stellen wir kurz auf Seite und lassen es ziehen. Mit unserem tollen Eierschneider kann man ganz schnell die Champignon schneiden. Dann sind sie gleichmäßig gleich geschnitten. Ich habe hier schon ein bisschen vorgeschnitten. So, die Champignon habe ich schon vorgeschnitten. Da gebe ich den Zwiebel und Petersilie rein, die restlichen. Dann brauchen wir unser Creme Fin. Gieße ich gleich. Dann nehmt ihr 400 ml Wasser noch dazu. Spült gleich nochmal aus. Maizena gebe ich noch dazu. Suppenwürze. Das verrühren wir mal alles. So. Dann schaut das so aus. Dann nehme ich unsere Semmelknödelmasse, die ich vergessen habe zu pfeffern. Das kann man noch ein bisschen nachholen. So, dann nehme ich unseren tollen Portionierer und mache Knödel auf die Semmelmasse.
Schmammelsauce mit aus. So, voilà. Dann schaut das so aus. Dann verschließen wir den Deckel. Verriegeln und geben bei 600 Watt 20 Minuten in die Mikro. So, mittlerweile ist unser Druckkunder fertig. 10 Minuten bitte nachziehen lassen, bis das Ventil unten ist. Dann öffnen wir da wieder weg von euch, dass ihr euch nicht verbrennt. Ich hoffe, man sieht das. Toll geworden. Sehr schön die Knödel geworden. So, die Soße ist auch super. So, und fertig ist ein tolles Mittagessen. Ich wünsche euch guten Appetit und gutes Gelingen.